Meine Meinung ist, das stimmt nicht. In Deutschland ist Demokratie, aber bei uns ist es nicht. Weil hier kann man seine Meinung sagen, hier ist die Regierung schaut alle Leute gleich. Wir können von der Demokratie nur träumen. Dort ist überhaupt keine Demokratie. Hier kann man ja alles machen, was man will, nur dass man die anderen nicht beleidigen. Schützt das Radlerwich! Wir wollen mehr Geld! Wir wollen mehr Geld! Hä? Hey, hast du keine Angst, dass euer Diktator das liest? Nein, die kann mir gar nichts. Was ist das bitte für ein Diktator? Ja, der Meinung bin ich schon. Und zwar war ja Beispiel auch das Rauchverbot in Bayern. Da hat ja auch keiner gedacht, dass ich das wirklich durchsetzen kann, weil ja doch eine Mehrheit raucht. Aber dann sind die ganzen Raucher nicht zur Wahl gegangen. Und die Nichtraucher haben ihre Meinung abgegeben. Und das hat sich dann durchgesetzt. Ja, das finde ich schon. Da durch Medien viele, vor allem junge Menschen, sehr beeinflusst werden. Das stimmt nicht. Muss nicht alle zur Religion haben. Müssen wir alle Religionen respektieren und andere Leute respektieren. Das kommt nicht vor Religion, das kommt vor Herz. Jeder glaubt, was er will. Region, also vor allem in Deutschland, hatte ich schon sagen, dass die tolerant ist. Weltweit gesehen gibt es da natürlich nur ein paar Probleme, aber ich hoffe, die werden sie bald ergeben. Ja, es gehört einfach zu dieser Religion und man muss es, oder man sollte es einfach akzeptieren. Ja, das stimmt. Da kann ich leider nichts dazu sagen, weil das weiß ich ehrlich nicht. Also, man kann auf jeden Fall seine Meinung offen sagen, weil wenn man sich auf die Straße stellt und sagt seine Meinung, dann sie auch nicht mehr selber gleich verfolgt oder sowas. In Deutschland kann man die Meinungsfreiheit sagen und keine Angst davor, aber nicht beleidigen sein. Aber in unserem Land, wenn wer so sagt die Meinung, die Polizei kommt mit ihm und wer weiß nicht, was ist bei ihm passiert oder ganze Familie werden töten. Alter, ist das ein Kult? Und du spielst Fußball, du spinnst doch. Ja, nein, ist doch voll gut. Ja, genau. Sagst jetzt am Morgen bist krank und liegst wieder im Bett. Nix. Ich kenn dich ganz genau. Nein. Du spinnst ein wenig. Das denke ich nicht. Und zwar, weil ja eigentlich jede Partei andere Ansichten hat. Und ich denke auch, dass jede Partei ein paar Ansichten vertritt, die du auch vertreten darfst. Und deswegen denke ich nicht, dass das so wäre, sondern dass eigentlich immer eine Auswahl zutreffend wäre. Ich finde das auch schlecht, weil wenn man so alle Parteien schlecht findet, bei der Wahlen kommt ein schlechtes Ergebnis raus. Hallo. 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 Was darf ich Ihnen bringen? Ich würde die Lasagne bitte einmal nehmen. Gerne. Mir ist es egal, mir bringst bitte einfach irgendwas. Alles klar. Einmal die Lasagne. Danke. Und die Überraschung des Tages. Dankeschön. Hättest du lieber was Gescheites gewählt? Das glaube ich auch. Ich glaube, das stimmt nicht, weil jeder hat seine Meinung und
die kleinen Partei wahrscheinlich haben viele Sachen, die gut sind, die große Parteien nicht machen können. Es ist ein fester Bestandteil von der Demokratie, dass das Volk einfach auch mitbestimmt. Und dementsprechend würde ich sagen, warum wählen? Genau deswegen. Ich finde, das ist ein Widerspruch in sich. Und zwar will ja die Regierung eigentlich den Rechtsstaat bewahren und nicht verdrängen. In Deutschland gibt es ja die Pressefreiheit und ich denke, teilweise wird es schon überwacht vom Staat nur, aber die meisten Pressen, die haben schon ihre Meinung frei äußern. Ich zum Beispiel bei uns ist in unserem Bundesland, da ist immer Krieg, aber die Zeitungen und Fernseher dürfen nicht das erklären. Ja. Aber in Deutschland schon.